Hallo und herzlich willkommen zu Partnermodo Uno von Perfect World International. Ja, ich habe es direkt nach dem Download installiert und ich möchte gleich anfangen zu spielen. Ich habe oben nur einmal kurz reingeguckt, ob das Spiel auch wirklich läuft und jetzt erstellen wir gleich unseren Charakter. Einatmen. Und wir spielen natürlich Windelf. Bogenschützen. Tatsächlich männlich, weil männlich. Hier guckt man nach, ob der Name gleich noch frei ist. Passen wir schon mal an. Wir so, schmeißen wir eben. Ja, Toya Isis. Er heißt der Charakter, ist ein Original Character so genannt und ja. Toya Isis ist tatsächlich ein Winged Elf, also ein Windelf. OC basierend auf diesem Spiel. Hat aber keine hohe Stirn. Ja, gut, Augen. Ich guck mal nach, wie weit ich Toya Isis hier mit dem Spiel treffen kann. Also vom Aussehen her. Ich weiß genau, wer sich darüber bestimmt freuen wird. Also, mal ganz unschuldig. Toya hat leicht rotierte Augen, ja. Aber die stehen nicht so. Okidoki. Augenbrauen sind schon fast perfekt. Nur der Toya Isis wird selten so gucken. Toya Isis ist ein Krieger. Der guckt nicht nett. Krieger gucken nicht nett. Zumindest. Toya Isis ist zwar eigentlich ein sehr humorvoller, aber. Wobei. Er ist eigentlich eher humorvoll, also wird er nicht gucken, der wird eher so neutral sein, ja. Toya, ich glaube, ich erzähle nachher noch was über Toya Isis, weil ich habe den einfach gern, der ist in meiner Top 10, ich glaube auf Platz 3 oder 4. Ich meine, der wäre auf jeden Fall in der Top 5, auf jeden Fall, weil Toya Isis ist mein Liebling. Die Nase lasse ich so. Mund. So ein humorvoller Mensch lächelt und mir gefällt da gerade die Unterlippen. Kann so bleiben, aber die Oberlippenbreite muss so. Okay. Ohrring, spitze Ohren. Hat Toya ist es auch, aber nicht allzu groß. Und ein Stückchen höher. Okay. Haare. Mal sehen, ob ich da was finde, was annähernd an Toya Isis erinnert. Nö, 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 nö. Nein, nö. Nö. Nö, nö. Nee, 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 nee. Das ist auch lustig, aber nein. Nein, 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 nein. Genau, das ist teuer, ist es. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Genau, das wird jetzt das. Das könnte es sogar schon fast sein, wenn ich merke mir mal 54. Gut, nehmen wir 54. Das ist jetzt. 54 liegt hier. Erinnert jetzt am stärksten von allen an das, wie er später aus, wie er im Original aussieht. Also. Mann, dieser Pfeil hier zickt rum. Mach mal mit Textur. Kein Bart. Nein, Toya Isis hat keinen Bart. So. Toya Isis, Hautfarbe eher blass. Er hat keinen Lidschatten. Augenbrauen. Ich mache erstmal die Haarfarbe. Er hat helle, türkise Haare. So. Augenfarbe, soweit ich weiß. Muss ich mal eben nachgucken. So, hab nachgeguckt. Toya Isis hat ganz, ganz Augenfarbe. Helle, blaue Augen. So. Wobei, mach mal so. Okay, Bart hat er nicht. Körper. Ja, machen wir wirklich so. Arme, Beine sind ein bisschen so, die Arme ein bisschen mehr so. Schließlich ist Toya Isis ein Krieger. Krieger. Bestätigen. Ey, Toya. Ich bleib bei. Ich guck mal noch, ob Toya geht. Wir haben dann Aussehen bestätigen. Okay, geht. Toya Isis. Ja, fangen wir mal an. Schon 5 Minuten verloren, alleine durchs Charakter erstellen. Applaus, Applaus fürs Spiel. Ja, fangen wir auch gleich mal wieder an mit The Epicness.
Warum hast du dich? Drücken Sie L. Okay. Hab ich nicht vor. Was ist das denn? Willkommen. Die Katastrophe bahnt sich an und die Welt bewegt sich auf den Untergang zu. Um dieses Schicksal noch abzuwenden, haben die ältesten verschiedene Rassen für mutigen Krieger ihrer Segen in Form von Elite-Ausrüstung vorbereitet. Wartet 10 Minuten, um die Segen der Ältesten erhalten. Gebt euer Bestes, um unsere Welt zu verteidigen und wieder aufzubauen. Das ist irgendwie neu für mich. Kenne ich nicht. Egal. Jo, wir haben hier NPCs, die haben so ein komisches Zeichen beim Kopf, das heißt, sie haben eine Quest für uns. Wir sind zum ersten Mal hier. Die Population der Ogre und Sprossen der Grashöhlen Goliath-Käfer ist in dieser Region in das Unermessliche gestiegen. Tötet 10 von einem von beiden, kehrt zurück. Obwohl sie dann noch schwach sind, können sie äußerst lästig sein. Auf der Minikarte bla bla bla, wir töten grasfarbene Goliath-Käfer. Lasst euch nicht von ihrer Schöne in den Bann ziehen. Okay, okay, machen wir. Oh, sie haben noch eine Quest für uns. Geschenk des Schöpfers. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht vor, hier alles vorzulesen. So ein bisschen grob. Ich habe bis jetzt mal nur das Englische durchlesen müssen. Na, das lassen wir jetzt eben mal sein. So, da stand, glaube ich, jetzt gerade, dass sie wieder nervt mich. Ah, Chat, du bist da richtig scheiße. Egal, ich spiele eh lieber so. So, das Komische finde ich jetzt an dem Spiel, dass mir hier sofort gesagt wird, achte darauf, dass deine Ausrüstung ausgeht, aber wie ihr seht, wir haben 200 Pfeile, einen hölzernen Bogen und einem unsere Flügel. Das ist, also die geflügelten Elfen, im Englischen Winged Elf, also die Windelfen, sind die einzige Klasse, die von Anfang an fliegen kann, mit entweder Drück auf F6 oder hierhin. Dem Jäger kostet Fliegen Mana-Punkte, also hier. Und der Kleriker kann unendlich lange fliegen. Hallo Lola. Ja, fangen wir gleich mal an, komische Goliath-Käfer zu töten. Ich habe vergessen zu tracken, das heißt, ich drücke jetzt eben mal auf Quest. Hier haben wir unsere Quest-Übersicht. 10 grasfarbene Goliath-Käfer sollen wir töten. Das können wir tracken. Das heißt, es bleibt dann hier stehen. Da müssen wir nicht jedes Mal ins Questbuch gucken, ob wir schon 10 getötet haben oder nicht. Das heißt, wir klicken jetzt den Goliath-Käfer an und bereiten einen Angriff vor. Ich würde das nur tauschen. Das eine hier ist das genaue Zielen. Das hat eine Aufladezeit von 0,6 Sekunden. Nein. Kann nicht sein. Ach, eine Fokuszeit, Entschuldigung. Eine Fokuszeit ist aufladen, aber steht jetzt... Ach genau, 5,0 steht da unten. Es macht einen Basisschaden... den Basisschaden von uns plus 165% Waffenschaden, das heißt also stärker als sonst. Das hier ist der Schnellschuss, der feiert so gesehen einen geistigen zweiten Schuss, der eben nur eine Schießeinheit kostet. What? Egal. Komische Banner-Nachricht. Verschwinde. Egal. Wir greifen den jetzt einmal mit einem aufgeladenes genaues Zielen an, weil das eben ein bisschen mehr zieht und ein Schnellschuss sieht man, das zieht sofort durch und zack, Ding ist tot. Wir behalten 6 Münzen und einen Zartgrünstein. Der hieß, glaube ich, früher Limestone und ein Material, das man verkaufen kann. Schlicht und einfach. Hier haben wir wieder also einen Käfer, machen wieder dasselbe. Das ist jetzt hier nichts Großes, Aufregendes. Wir töten komische Goliath-Käfer, wie man es vielleicht aus Online-Spielen kennt. Man tötet andauernd 10 Stunden, Tage, Minuten lang ein und dasselbe Monster und du doofes Werbebanner, verschwinde da. So, Goliath-Käfer, komm her. Ja, wir laufen automatisch... Oh, er hat ein erhöhtes Leben, das heißt, er gibt mehr Erfahrungspunkte, wenn wir ihn töten. Und natürlich brauchen wir auch ein bisschen länger, um ihn selbst zu töten. Also, schon logisch, oder? Ja, währenddessen wir hier drauf schießen, es gibt einen Cooldown jeweils für die verschiedenen Angriffe. Es läuft hier durch. Es gibt Attacken, die brauchen gefühlt eine Minute. Und es gibt eben Attacken, die sind eben ganz schnell wieder aufgeladen. Jo, wir haben jetzt gerade einen Heiltrank bekommen, der lässt sich sofort mit Level 1 benutzen. Pokémon-Freunde wissen, Heiltrank gleich Trank. Oder, es erklärt sich schon alleine. Irgendwie hat sich alles ein bisschen verändert. Ich war schon lange nicht mehr da. Ja, töten wir gleich den nächstbesten Käfer. So, wieder aufladen. Noch 5 Minuten warten,
damit wir hier irgendwas, keine Ahnung, was das sein will, habe ich noch nie gesehen. Und irgendwie ist das ein bisschen selten doof, dass ich hier den zweiten Angriff hinterherziehe, weil hier kommt was Blaues. Das ist Umschlag des Raid hoch. Hof. Was? Raid? Wraith-Offiziers oder sowas. Ich glaube, die ist früher einfach Lucky Card. Rechtsklick drauf und dann erhält man irgendeine Überraschung. Und wir haben fünf mittlere Heiltränke erhalten, die wir erst mit Level 5 benutzen können. Schmeißen wir erstmal unten hin. So, und nun wieder. Ja, also es gibt hier so komische Lucky Cards. In der Regel kommen da Heil- oder Mana-Tränke raus. Du machst 13 Schaden, da reicht ein normaler Schuss. So, jetzt ist eine Hose des Meditierenden da rausgekommen. Warum auch immer so ein Ding eine Hose bei hat. Das ist eine arkane Hose, das heißt dafür, das ist auf Magier spezialisiert. Wo man noch immer irgendwie immer Magierzeug kriegt am Anfang, aber egal. Ja, schmeiß mal gleich nochmal den nächsten Käfer. Hinterfragen nicht, wo die immer die Sachen herhaben, weil der andere gerade ein bisschen schwächlich. Kann das sein? Weil der hatte so wenig Lebenspunkte. Egal, zack, grüner Stein und ein bisschen Geld. Geld, Geld, Geld. Ja, wir haben die sichere Zone verlassen. Schön. Gibt's hier keine Käfer mehr? Hallo Lola, wie geht's, Olola? Ja, ist ein deutscher Server, ne? Also. Oh ja, was soll ich jetzt also groß dazu sagen? Wir töten Käfer. Wir sind die Kammerjäger vom Dienst. So, zack, Schnellschuss, Münzen. Gut, kriegen wir. Und ein. Was haben wir da gekriegt? Achso, die sind für Schleuder. Level 1 bis 16 Schleuder kann man eben hier diese komischen Dinger reinnehmen. Die werde ich dann verkaufen in Zukunft. So. Natürlich jagen jetzt gerade alle irgendwie gefühlt dasselbe. Aber naja, hallo Welt, wie geht's dir? Na komm. Ja, auf einem anderen Server, einem englischen Server, habe ich auch eine eigene Gilde so gesehen aufgemacht, aber sind wir kaum Leute drin. Schlicht und einfach auch aus dem Grund, dass ich so gut wie nie spiele. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hust, Hust, ne? So, da oben ist noch so ein hässlicher Käfer, der sich nicht anklicken lassen will, weil Baum, ne? So, zack. Genau aufladen. Jetzt kann ich gar nicht sehen, welches Level das Ding ist, weil diese hässliche. Ach, Level. Ich wollte gerade sagen, welches Level. Ich will gucken, wie viel Erfahrungspunkte. Ah, wie viel Lebenspunkte das wie hat. So. Wir brauchen noch einen, dann haben wir diese Quest endlich abgeschlossen. Und einen Increased Knife ausgerechnet erwischt. Na toll. Egal. Komm. Draufhauen. Schnellschuss. Zack. Warten. Schieß. So, nochmal Schnellschuss. Und jetzt haben wir auch noch verfehlt. Komm, Schnellschuss. Ja, sehr viel Schaden machen die noch nicht. Wir laden automatisch auch auf. Ja, komm. Und die Gegner regenerieren auch ihre Lebenspunkte. Ja, okay. Brauche ich nicht. Ich habe jetzt gerade ein Level abgehabt. Das sehen wir daran, dass da oben jetzt 2 steht. Und jetzt können wir auch gleich. Ach, Moment. Darf ich nicht vergessen, wir können jetzt Punkte verteilen. Jetzt kann ich mal eben nachgucken. Vitalität erhöht Gesundheit und Mana. Physische und magische Verteidigung. Eure Erholungsrate wird auf 25 verringert, aber bei Meditation verdoppelt. Stärke erhöht euren physischen Nahkampfschaden, außer Dolchen eure physische Verteidigung. Mana-Erholungsrate und magische Zauberangriffe werden gestärkt. Okay, ja, es ist klar, ist wie Lebenspunkte. Erhöht eure Fern- und physischen Angriffe mit Dolchen, Genauigkeit ausweichen. Ja, wir sind Fernkämpfer, das heißt, hier stecken wir schon mal 2 Punkte rein. Hier stecke ich 2 Punkte rein und hier erstmal einen. Okay, haben wir ein bisschen mehr. Hab ich ja nicht. Egal. Fertig, ja. Weil ein bisschen Mana brauche ich, das werde ich später nicht so oft reinschmeißen wie später Stärke, aber ein bisschen Mana braucht man für die Welt. Ach ja, hier sieht man zum Beispiel die Prozentanzeige, wie viel Erfahrungspunkte man braucht. Ungefähr auch so ein bisschen Pokémon-like. Nein, also ich glaube, es sind allen Online-Spielen so. Jetzt warten wir eben die 22 Sekunden da oben ab für diese komisch hässliche Truhe. Nana, 14, 13, 12, 11. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Wir warten darauf, dass ein Countdown abläuft. Ist klar.
Ja, man kann ja auch springen. Yay! Und man springt ewig hoch und man kann auch einen Doppelsprung machen. Yay! Ja, wow. Ich habe eine Questbelohnung erhalten für eine Quest, die ich gar nicht gemacht habe. Wir erhalten einen Halo-Brustpanzer, der ein paar Tage nur hält. Egal, schmeiß mal drauf. Was haben wir hier? Komische Dinger. Egal, schmeiß mir das mal hier unten hin. Brauche ich eigentlich nicht. Habe ich nie benutzt. So, jetzt können wir zum Direktor zurückgehen. Jetzt heißt es, dass da oben Quest erledigt. Wir haben. Jetzt sollen wir komische Helper-Style-Käfer töten, bevor wir in die Stadt gehen. Soweit kenne ich dieses Spiel noch. Komm da oben. Kannst du nicht einfach verschwinden, so sterben oder so? Egal, wie lange hältst du? 19 Tage und 23 Stunden. Okay, und du bist. Egal. Warum da 19 Minuten steht, weiß ich jetzt gerade nicht so genau, aber. Wir wandern einfach mal in aller Glückseligkeit weiter. Und haben immer noch. Wir sind im Wald von Ravalia. Hieß der wirklich schon immer so? Egal. Da oben sind Skorpione. Ich bin des Übrigens vom Sternzeichen auch Skorpion. Ich mache heute ein bisschen länger, weil. Baum. Das habe ich jetzt oft genug gesagt, weil einfach Perfect World International einfach episch ist. Jetzt suchen wir ein paar Hyperstyle-Käfer. Ich habe keine Lust, das hier. Ach, ich sollte vielleicht mal tracken. Ich drücke lieber auf Q für Quest. Hyperstyle-Käfer tracken. Der Segen der. Egal. Tötet die Käferchen. Vielleicht sollte ich einfach mal zeigen, was dieses Spiel so Tolles kann. Ist das das gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal eben nach unter Map. Nee. Ach so. Entschuldigung. Uff. Track. Hier hinklicken und dann läuft die automatisch dahin, RCS, wo die Käfer eigentlich offiziell zu finden sind. Ich zeige jetzt eben mal auf der Map. Map, da oben. Och, die sind verändert worden, wie süß. Hier sind überall diese Käferchen zu finden. Wir laufen jetzt einfach mal dahin. Roheisen, das können wir aber noch nicht abbauen. Es gibt nämlich ja auch Crafting. Das heißt, man kann aus verschiedenen Rohstoffen in eigenen Sachen zusammen mixen. Da ist zum Beispiel schon gleich ein Käferchen. Da greifen wir auch gleich mal an. Halle. Na komm. So, wo war ich? Egal. Themawechsel. Wir brauchen ja zum Fliegen Mana und ja, und ohne Mana können wir eben nicht fliegen und da steht man ein bisschen dumm da. Und warum habe ich jetzt gerade den langen Angriff gemacht? Egal. Oh komm, das kann man sich am Anfang noch leisten. Später bei den Großen braucht man eben Tank, der eben vorne steht. Das ist in der Regel dann ein Menschen Champion hier in Deutsch. Der schmeißt sich dann vorne hin und nimmt die ganzen Angriffe auf mit. Der kann dann auch so schwere Rüstung tragen und Kleriker ist, glaube ich, jetzt der erste, der heilen konnte. Mittlerweile kann es auch der Mystiken, glaube ich, kann heilen und lässt du dich. Dieses scheiß Werbebanner. Ich werde dir nachher mal was einstellen müssen, das halte ich im Kopf nicht aus. So, komm, schieß. Gut. So, Schnellschuss. Zack, zack. Also man regeneriert eigentlich alles, Mana, Lebenspunkte, ja, mehr hat man nicht automatisch mit der Zeit. Ich bashe jetzt einfach mal meine Mana-Punkte raus, um euch einfach nochmal was zu zeigen, was man noch machen kann. Ja, komm, sterb. So, das ist schon mal Nummer 2, was erhalten wir? Ein Fett. Ein Fett? Cool. Fett. Ich hab vorhin mal gesagt, das ist Käse. Egal. Und wir haben einen Bronzehelm erhalten, den wir gleich anziehen können. Ein Nesselbogen ist sicherlich besser als unserer. Unserer hat eine Angriffsrate von 0,67, der auch. Wir haben eine Reichweite von 20, dürfte der auch haben, ja. Mini physischer Angriff 20 bis 36, 5 bis 9. Zudem haben wir einen Geschickbonus von plus 1, das heißt, wir machen zudem noch mehr Schaden. Schmeißen wir gleich mal rein. Das ist unter Verkaufen. Das kann man verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Das bleibt. Das bleibt. Die Hose können wir gleich anziehen.
Das Amulett brauchen wir Level 3 für, können wir mal anziehen. Die Pfeile lassen wir hier drin, tauschen wir später dann einfach aus. Das ist auch. Der macht natürlich mehr Schaden. Aber ich will jetzt eben erst die 125 hier erst aufbrauchen, bevor ich hier den neuen nehme. Okay. Oh, da liegt noch was. Ein Pfirsichbaumschwert. Nein! Ich wollte nachgucken, was es ist. Ja, ist natürlich eine Nahkampfwaffe. Für wen? Champion, Zauberer, Mentalist, für alle eigentlich. Aber ich bin Fernkämpfer, das heißt, ich werde auch weiterhin Bogen benutzen. So, jetzt müssten eigentlich ein ganzes Stück mehr Schaden machen. Und natürlich bin ich auf die falsche Taste gekommen. Egal. Komm, schlag drauf. Ja, wir haben jetzt 31 Schaden gemacht, 14, das ist eindeutig mehr als vorher. Das liegt eben besonders am Bogen. Du hast jetzt nichts fallen gelassen. Oh, ja. 20 Minuten schon um. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch den einen Käfer. Zack, zack. Das reicht dann für den ersten Part. Oh, der hat Münzen fallen gelassen. Wie schön. So, ich will euch jetzt eben nochmal zeigen, und zwar das Meditieren. Meditieren ist das, was man eben macht, wenn man Mana und Leben auffüllen will. Jetzt am Anfang verliert man kaum Leben und Mana. Das heißt, man braucht eigentlich kaum meditieren. Ja. Ich würde mal sagen, das reicht für Part Numero Uno. Toya und ich sagen Ciao und wir stehen da so pässig in der Blume. Ja, ich will Toya noch in seiner vollen Pracht mit den Flügeln zeigen. Zack. Die Steuerung beim Fliegen finde ich eigentlich äußerst lustig. Mit Leertaste kann man zum Beispiel hochfliegen. Und ich bevorzuge es eigentlich mit WASD dann auch zu fliegen und die rechte Maustaste zu benutzen, um zu steuern. Ist besser so. Egal. Wenn man ganz hoch fliegt, dann machen die manchmal auch einen Sturzflug, kopfüber nach unten, dringen sich dann kurz vom Boden ab und landen dann ganz butterweich auf dem Boden. Ist eigentlich richtig süß zu beobachten. Das werden wir bestimmt auch später sehen, wenn wir in größere Strecken fliegen müssen. So, ja, deswegen würde ich sagen, das war's für heute. Bis dann.